Es ist jetzt schon über 2 Jahre her, dass ich mit meinem Teamkollegen Lushan Aaron im ADAC Logan Cup und im Börde 2 Stunden Cup Vizemeister geworden bin. Heute blicke ich mit euch darauf zurück, auf die feierliche Siegerehrung, und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr es eh nicht schon gemacht habt, und die Glocke aktiviert, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Wir möchten die 3 besten Teams aus dem Dacia Logan Cup ehren und würden direkt anfangen mit dem drittplatzierten. Da haben wir eine ganz tolle Mannschaft, ein Team der ersten Stunde aus dem Dacia Logan Cup. Sie kommen aus Berlin und werden mit ganz viel Herz geführt von der Teamchefin Britta. Sehr aktiv im Nachwuchssport. Sie leiten den Youngster Cup in Berlin-Brandenburg. Das ist eine ganz tolle Geschichte und ich freue mich persönlich sehr, dass wir hier auf dem dritten Platz die Startnummer 222 vom Team Heartspeed Motorsport aus Berlin begrüßen dürfen. Schönes Foto. Wie ich schon angedeutet habe, gibt es ein kleines Preisgeld. Achso, genau. Das machen wir nachher für die 2 Stunden Gesamtwert. Dann kommen wir zum zweitplatzierten Team. Auch schon eine Mannschaft, die sehr lange dabei ist. Viel beschäftigte Mannschaft, kommt aus dem Frankenland, sind sehr aktiv im Bereich Talentsichtung, Nachwuchsförderung, Lizenzausbildung. Teamchef Andreas ist selber DMSB-Instruktor und Lizenzausbilder, Kartbahnbetreiber, ein Tausendsasser, ein Hans Dampf in allen Gassen. Er richtet den Chevrolet Cruise Cup Europa aus und hat seine beiden Fahrer Aaron Brücker auf den 2. Platz gebracht mit der Startnummer 211. Und Gesamtsieger des Dacia Logan Cup 2018. Das ist eine ganz tolle Mannschaft aus Berlin. Ich weiß, dass der Teamchef Lars jetzt irgendwo feuchte Augen bekommt, weil er sich wahrscheinlich am meisten freut von der ganzen Mannschaft. Wie gesagt, eine ganz tolle Truppe aus Berlin. 2017 sind sie erstmals mit 2 Fahrzeugen gefahren. In diesem Jahr sehr beständig, ich glaube 8 Starts, 8 Klassensiege. Besser kann man es nicht tun. Und ich bitte nach vorne die Mannschaft Jas Motorsport aus Berlin mit den Fahrern, wir haben da Kramer Bobov, kommt bitte zu uns. Trotzdem kommen wir erstmal zur Gesamtwertung des ADAC Börde 2 Stunden Cup. Auch das ist eine neue Geschichte, die, denke ich, ganz gut ist und die wir auch dotieren mit Preisgeldern erstmalig.
Da fangen wir wieder an mit dem dritten Platz. Da haben wir eine Mannschaft, die hier gerade schon gestanden hat. Seifert Motorsport, Tom Spitzberger und Tim Reiter. Kommt nochmal zu uns. Des Pfister-Teams, auch eine sehr erfahrene, renommierte Mannschaft. Die Startnummer 211, das Team Aaron Brücker. Zum verdienten Gesamtsieger des ADAC Berlin 2-Stunden-Cup 2018. Die Mannschaft haben wir gerade schon hier gesehen. Das war der Teamchef mit den feuchten Augen. Bitte kommt nochmal nach vorne. Die Startnummer 250, Jas Motorsport aus Berlin mit den Fahrern Kramer Popper.